Als nächste Rednerin gebe ich jetzt der Kollegin Bause das Wort. Bitte schön, Frau Bause. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Ungarn hat den ersten Stein aus der Mauer geschlagen. Mit diesen Worten hat Helmut Kohl den Beitrag Ungarns zum Fall der Mauer im Jahr 1989 beschrieben. Er hatte recht, denn Ungarn hatte nicht nur seit dem Frühjahr 1989 begonnen, den Grenzzaun zu Österreich abzubauen. Nein, das Land hatte noch etwas viel Unerhörteres getan. Auf Betreiben des Reformers Imre Poschkoi war Ungarn der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten. Und wer nun nach Ungarn geflohen war, und das waren in jenem Jahr viele tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger, wer nun nach Ungarn geflohen war, der konnte nicht mehr einfach abgeschoben werden. Schließlich standen die Flüchtlinge unter dem Schutz der Genfer Konvention. Durch die mutige Politik der damaligen ungarischen Regierung wurde nicht nur die deutsche Wiedervereinigung erst möglich, auch die Spaltung Europas konnte überwunden werden. Das gemeinsame Europa als politischer Raum, der auf Werten wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte aufbaut, war die Folge der ungarischen Politik im Jahr 1989. Unser Land und ganz Europa schuldet diesen mutigen ungarischen Politikern Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schreiben das Jahr 2016. Und der Unterschied zwischen der damaligen ungarischen Regierung und der jetzigen ungarischen Regierung könnte nicht größer sein. Damals Politiker, die sich mutig für die Freiheit entschieden haben, die es ermöglicht haben, dass Menschen frei reisen können, frei ihre Meinung sagen können und die das Land in die Demokratie geführt haben. Heute eine Regierung, die das Land abschottet, die Flüchtlinge eher wie Vieh als wie Menschen behandelt, die Kulturschaffende auf das Nationalgefühl verpflichtet und die Kritik an der Politik der Regierung pauschal als unpatriotisch verunglimpft. Und was das in Ungarn bedeutet, wissen, glaube ich, einige von Ihnen. Das bedeutet, dass diese Kritiker in Ungarn in Lebensgefahr schweben. Eine Regierung, die die Pressefreiheit erstickt und die unliebsame Medien zum Schweigen bringt, wie erst kürzlich die Zeitung Volksfreiheit, die größte unter den noch verbliebenen regierungskritischen Medien. Und eine Regierung, die Europa nicht mehr als Wertegemeinschaft, sondern bestenfalls noch als Freihandelszone begreift. Die treibende Kraft hinter all diesen Entwicklungen heißt Viktor Orban. Seine Politik ist durchdrungen von nationalistischem Denken und von autoritärem Denken. Er führt sein Land knapp 3 Jahrzehnte, nachdem es sich von der kommunistischen Diktatur befreit hat. Er führt sein Land in eine neue Unmündigkeit. Und genau dieser Viktor Orban ist, wie sein Bruder im Geiste Wladimir Putin, anscheinend einer der wichtigsten Partner der CSU-Staatsregierung. Das nächste Kapitel dieser unglückseligen Geschichte schlägt nun Herr Seehofer auf bei einem Festakt zum Gedenken an den Ungarnaufstand. Und zwar genau hier im Bayerischen Landtag. Ich finde, es ist schon zynisch genug, wenn Orban selbst die Freiheit mit Füßen tritt und hier derer gedenkt, die im Kampf für die Freiheit ihr Leben gelassen haben. Rund 2500 Menschen sind damals in den Kämpfen umgekommen. Unerträglich wird es, wenn ihm der bayerische Ministerpräsident in dieser Politik auch noch zur Seite springt. Ja, man kann und sollte mit Viktor Orban reden, aber man muss als demokratischer Politiker die Werte unserer Verfassung und die Werte unseres freiheitlichen Europas klar und unmissverständlich benennen. Und man muss seine Kritik an diesem Maßstab kritisieren und man muss sich auf die Seite der Meinungsfreiheit und der Menschenrechte und der Menschenwürde stellen. Das ist die Aufgabe eines bayerischen Ministerpräsidenten.
So wie Herr Seehofer bisher aufgetreten ist, fällt er den Menschen in Ungarn in den Rücken, die sich für Freiheit und für Menschlichkeit und für Menschenrechte und für die Demokratie einsetzen. Und das ist der eigentliche Skandal. Wir leben mit Ungarn in einem gemeinsamen Europa. Es geht uns eben etwas an, wenn in unserer Nachbarschaft eine Demokratie Stück für Stück verschwindet und in einen autoritären Staat umgebaut wird. Mit Ihren bisherigen Treffen mit Herrn Orbán ging es, oder bei Ihren bisherigen Treffen mit Herrn Orbán ging es gerade nicht um Freiheit, um die Menschenrechte, um die europäischen Werte. Es ging Ihnen um ein Geschäft zum gegenseitigen Nutzen. Man kann auch sagen, es ging Ihnen um einen schmutzigen Deal. Sie haben Herrn Orbán sagen hier als Verbündeten, oder Sie haben deutlich gemacht, dass Herr Orbán hier Verbündete in Deutschland hat, und die CSU-Regierung konnte Orbán gut benutzen als Kronzeugen gegen die eigene Bundeskanzlerin. Das nenne ich einen schmutzigen Deal zum Schaden der Menschen, die für die Meinungsfreiheit kämpfen. Kolleginnen und Kollegen, hätte Ungarn im Jahr 1989 so engstirnig gedacht, dann würde heute möglicherweise immer noch eine Mauer durch Europa gehen. Die Lehre aus der europäischen Geschichte ist doch, Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kommen nicht von selbst. Sie müssen politisch erkämpft werden, immer wieder aufs Neue. Es scheint, als hätten Sie von der CSU diese Lektion vergessen.